Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Mod-Vorstellungsvideo. Und heute schauen wir uns als allererstes eine Mod an, welche eine neue Tour, Wasserfälle und auch neue Deko-Objekte in das Spiel bringt. Alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber wir fangen einfach mal bei den ersten Deko-Sachen an. Das sind nämlich neue Schilder, die findet ihr unter dem Schilder-Tab. Die mit der gelben Schrift sind das. Das sind auch 12 Stück. Habe ich aber schon alle vorbereitet. Dann haben wir einmal ein Ballon-Tour-Schild. Auf der Rückseite ist übrigens immer genau das gleiche. Nur, dass der Pfeil dann halt auch gespiegelt ist. Also, dass der auch in die Richtung zeigt, logischerweise. Dann haben wir ein Tour-Schild. Das Norddock. Mitarbeiter-Only-Schild. Island-Tour. Lagune. Monorail. Le Gigantes, Jungle River Cruise, Restroom, Aviary und Visitor Center. Alles natürlich an den Jurassic Park Film angelehnt. Also vom Design sind das auch die Schilder, die wir schon so kannten. Die hatten wir, glaube ich, hier oben schon, ne? Ja. Ja, sehen auch sehr, sehr identisch aus. Also das hier sind die Originalschilder aus dem Spiel. Da gab es ja nur diese drei Stück hier. East Dock, Helipad und Visitor Center. Und jetzt sind da halt noch ein paar dazugekommen. Und jetzt wird schon sehr interessant, was neue Objekte angeht. Die finden wir... Genau, hier finden wir die. Und ab hier. Da haben wir nämlich einen riesigen Felsen mit einem Tunnel. Ist jetzt gerade schwer zu sehen, aber ich platziere den gleich mal. Und dann können wir uns den auch besser angucken. Und das Coole ist, den Felsen, da können Dinosaurier nicht durch, aber Besucher können durch den Tunnel durch. So steht es zumindest in der Mod drin. Können wir gleich mal ausprobieren. Der hat halt auch genau den gleichen Tunneleingang, wie man es auch aus dem Film kennt. Das ist auch ein sehr, sehr großer und cooler Fels. Den gibt es auch in verschiedenen Varianten. Das ist hier immer ein bisschen mit der Kamera verwirrend. Tut mir sehr, sehr leid, weil das Objekt so riesig ist halt. Aber den gibt es zum Beispiel auch als bewuchert. Und dann gibt es noch eine dritte Variante. Das wäre diese hier. Aber die drei verschiedenen Varianten gibt es. Einmal felsig, dann mit so Bäumen und so grün. Oder ja, Bäume sind es nicht, Büsche sind es. Und hier vorne sind Büsche und Felsen. Und man könnte hier auch das Ding sich nehmen, den Boden versenken, dann damit so ein bisschen seine Landschaft gestalten. Der Untergrund sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber den könnte man ja verdecken. Aber damit kann man auch schnell Landschaftsgestaltung machen. Gerade so für einen Gehegerand oder sowas. Da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Aber die könnte man ja auch ineinander platzieren. Und dann könnte man da sicherlich auch sehr interessante Landschaften mit erstellen. Also ich finde die echt praktisch, die Objekte. Was ich mir halt gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel halt, wenn man an einem Gehege eine Felswand haben möchte. Als Hintergrund. Da kann man das super benutzen, um dann halt schnell ein Ergebnis zu erzielen. Und es dann irgendwie so nebeneinander platzieren, so ein bisschen. Wenn man sich da mehr Zeit nimmt, ist es wahrscheinlich auch cooler. Und dann die Tunneleingänge absenken. Und schon hätte man dann so eine schöne Felswand mit relativ wenig Objekten und wenig Arbeit. Und die sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also dafür ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann ist es natürlich cool, dass man noch so Tunnel hat. Die werden wir jetzt aber auch mal testen, würde ich fast sagen. Dafür platziere ich jetzt mal einen hier hin. Und dann führen wir da mal einen Weg durch. Wir sind sogar relativ gerade durchgekommen. Nicht perfekt, aber das ist schon okay. Und laut der Mod-Beschreibung sollen halt Besucher dort durchlaufen können, aber Dinosaurier nicht. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht wie in der Mod-Beschreibung. Die Dinosaurier laufen da schon rein. Die können auch durchlaufen. Aber die beiden sind schon ausgebüxt. Und die Besucher sind bis jetzt da auch nicht reingelaufen. Also als richtiger Durchgang fungiert das dann leider nicht. Schade, schade. Aber jetzt haben wir es wenigstens getestet. Ich finde den Tunnel trotzdem ganz cool, weil man die
Klippen halt sehr, sehr gut als Hintergrunddeko benutzen kann. Und natürlich auch den Tunnel, ne? So einen Tunnel hatte man auch noch nicht vorher. Da kann man dann ja zum Beispiel auch eine Jurassic Tour durchführen. Und apropos Jurassic Tour, wir bekommen auch eine neue Tour durch die Mod. Und zwar diese hier, die Island Tour. Das ist eine Busfahrt. Da gibt es auch einfach so eine Bushaltestation. Ich platziere die jetzt einfach mal hier hin. Ah, und da fährt es dann lang. Das ist ja interessant. Ich glaube, da müssen wir es nochmal drehen. Da, diese hier ist es. Okay, das ist interessant. Dann mache ich hier mal so ein bisschen was weg. Und dann führen wir mal die Strecke vielleicht da durch, statt dem Weg. Wäre auch mal interessant. So, dann testen wir mal, ob die Strecke hier durchfahren kann. Muss wahrscheinlich jetzt relativ gerade dort irgendwie reinkommen. Wenn es ein bisschen schief ist, ist auch nicht schlimm. Dann fahren wir mal hier wieder zurück. Also die Strecken einzeichnen ist genau gleich. Und jetzt sollten wir das Ganze gleich auch in Betrieb nehmen können. Da fährt schon der erste Bus. Sehr lustig, da sitzen dann sogar Leute an der Bushaltestelle. Mal gucken, ob er jetzt durch den Tunnel kann. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das sieht aber gut aus. Also der scheint da durchzukommen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die größeren Dinos hier nicht durch können durch den Tunnel. Sieht schon echt cool aus mit dem Tunnel. Ah, selber lenken kann ich den leider nicht. Das geht nicht. Ich kann auch nicht teilnehmen. Ach, wie schade. Okay, das heißt, ich kann mir das nur von außen angucken. Aber es ist trotzdem cool, einfach so eine Bustour zu haben. Kann man dann natürlich auch hier einen Eingangsbereich oder sowas benutzen. Wenn man das so am Eingang macht, dass die Gäste mit diesen Bussen zum Park gebracht werden. Da sitzen halt auch richtig Leute drin. Das ist ja witzig. Das sieht irgendwie so klein aus. Die Leute sind so groß da drin. Mal gucken, ob hier das Tor funktioniert. Ja, das geht auch ganz normal auf. Und der Bus fährt da durch. Ja, sehr coole neue Tour. Schade, dass man nicht selber fahren kann und nicht teilnehmen kann. Das wäre noch ganz cool. Es gibt auch noch weitere platzierbare Objekte mit Wasserfällen. Dann haben wir als allererstes dieses platzierbare Objekt. So eine kleine Oase, wo dann ein Wasserfall runtersprenkelt. Kann man natürlich dann sehr gut in die Landschaft einbauen. Ich glaube, es ist auch so, dass das Wasser... Okay, bis zu einer bestimmten Tiefe geht es runter. Das heißt, wenn ich es anhebe, kann man es quasi so machen. Und dann dort unten irgendwie ins Wasser verlaufen lassen. Das würde gehen. Ja, hier geht auf jeden Fall Wasser hin. Und es gibt dann sogar bei dieser Mod... solche Spritzer, die man platzieren kann. Also man könnte da sogar richtige Wasserfälle mitmachen. Aber es gibt auch noch viel, viel mehr Wasserfallsachen hier. Unter anderem haben wir noch dieses Stück hier. Das ist auch mit einer Klippe. Und so ein größeres Wasserbecken oben. Kann man dann natürlich auch im Boden versenken so ein bisschen. Und müsste man halt gut in die Landschaft einbauen. Aber einen weiteren fertigen Wasserfall haben wir auch noch. Nämlich diesen hier, einen ganz kleinen. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so der Fan von diesen fertigen Wasserfällen. Denn wir bekommen auch durch die Mod die Möglichkeit, selber Wasserfälle zu bauen.
mach die mal schnell hier hin, dann kann man das, glaube ich, besser sehen. Die sind alle sehr groß, die Objekte. Und jetzt sterben ja auch die Dinos hier weg. Aber kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen. Wobei jetzt gerade der Wasserverlauf irgendwie noch falsch rum aussieht. Ich glaube, ich habe das falsch platziert. Oh. Ich glaube, das Chaos bricht hier gerade aus. Ich glaube, der Indominus und so könnte auch durch dieses Tor. Oh, die Tour wurde gesprengt. Oha, was ist denn hier passiert? Ja, ich glaube, hier ist ein kleines Unglück passiert. Schaut es euch an, die Dinos laufen halt hier so durch. Also der Tunnel ist nicht dinosicher. Ich glaube, die Leute haben Angst. Bin einmal durchgeschüttelt. Oh Gott. Was passiert denn jetzt hier? Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass der Tunnel keine Dinos abhält. So, wir waren stehen geblieben bei den Wasserfällen. Ah nee, guck mal da. Jetzt ist richtig rum. Ah, okay, das ist so ein U. Ich verstehe. Ah, und man sieht immer nur die Vorderseite. Ja, jetzt ist richtig rum. Okay, dann wird es hier wahrscheinlich genauso sein. Ja, so ist richtig rum. Ihr seht das schon ganz gut, glaube ich, ne? Es gibt eine so eine breite Düse mit einem Wasserfall. Und dann hier diese schmaleren. Und für unten gibt es dann halt auch noch diese Sprinkler. Wenn man sich Mühe gibt, kann man mit diesen Düsen sicherlich schon sehr gute Wasserfälle erstellen, da bin ich mir sicher. Also da muss man sich wahrscheinlich ein bisschen Zeit nehmen, dass man da gut Klippen und so platziert und dann unten auch das vernünftig mit dem Wasser macht. Aber bevor wir das gleich mal ausprobieren, zeige ich euch nochmal eben die anderen platzierbaren Objekte. Da haben wir nämlich auch noch Rauch oder so Nebel. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Der kann echt zur Atmosphäre beitragen, wenn man zum Beispiel so einen Wald baut oder sowas und das so ein bisschen gruseliger haben möchte, gerade bei Nacht, könnte man halt mit diesen Nebeldüsen das Ganze, glaube ich, echt cool wirken lassen. Es wird ein bisschen wie bei diesem Biosyn oder bei dieser Biosyn-Karte, da ist ja auch immer so Nebel ab und zu. Und jetzt kann man das halt künstlich erzeugen. Und dann gibt es hier noch solche Betonwände. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Besucherweg, würde ich fast sagen. Dass hier oben die Besucher drauf gehen können. Könnte man zum Beispiel gut als Brücke oder so nehmen. Und man kann das Ganze natürlich auch wieder anheben. Ist relativ hoch. Oder halt absenken. Und damit kann man auch, glaube ich, sehr schnell sehr coole Ergebnisse erzielen. Gibt es als zwei Varianten. Einmal dieses kurze Stück. Und einmal ja, so eine Kurve quasi. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein Easter Egg aus dem Film, nämlich diese Dose. Ich hebe die, glaube ich, mal ein bisschen an, dann kann man die, glaube ich, besser erkennen. So, und dann zoomen wir mal daran. Das ist die Dose, in der die Dino-DNA versteckt wurde im Film. Die Barbasol-Dose. Das waren jetzt auf jeden Fall alle platzierbaren neuen Objekte von dieser Mod. Ist schon einiges, ne? Die ganzen Wasserfälle, dann hier diese coolen Wände, die Klippen und dann natürlich auch die Tour, die zerstört wurde hier. Dinos laufen hier immer noch frei rum. Aber ich möchte jetzt auch euch einmal kurz zeigen, wie man das dann mit den Wasserfällen so ein bisschen machen kann. Also ich habe es auch noch nicht wirklich ausprobiert, aber ich habe halt schon Ideen. Aber ich glaube jetzt so zeittechnisch muss man sich ja schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit es richtig cool aussieht. Aber vom Prinzip her müsste man eigentlich hier unten irgendwie so einen Wasserverlauf haben. Mach mal hier so einen kleinen Fluss. Und da oben halt auch einen Ursprung, also so eine Quelle. Ah, das geht leider nicht. Aber man könnte auch tricksen, weil durch eine andere Mod hatten wir auch mal platzierbares Wasser bekommen. Das heißt, man könnte hier
Kann ich theoretisch das so ein bisschen absenken. Dann kommen wir da auch näher ran. Und jetzt gibt es nämlich auch noch dieses Wasser hier. Das ist durch eine andere Mod, die wir uns gleich auch noch ganz schnell angucken werden. Da könnte man das Ganze dann auch ein bisschen besser platzieren. Müssten wir auch anheben können. So, jetzt sind wir nämlich ganz nah hier an der Klippe. Und hier oben müssten wir dann jetzt die Wasserfalldüsen uns nehmen. Nehmen wir jetzt mal einfach diese etwas... Ich glaube, das ist die mittlere, oder? Von der Breite? Oder ist das die Breite? Ne, das ist die Breite. Das ist die schmale. Das ist die mittlere. Dann nehmen wir die. Platziere ich das schon mal so ungefähr. Muss jetzt mal eben gucken, dass ich den Punkt wieder gegriffen kriege. Der ist hier. Genau, jetzt kann ich es nämlich niedriger machen. Und ich glaube, dann sieht man schon ganz gut. Also man kann wirklich einen Wasserfall damit erzeugen. Man müsste das halt jetzt wirklich noch gut verkleiden, damit es cool aussieht. Am besten mit so Felsen und sowas. Genau wie hier oben. Muss man halt so ein bisschen verstecken hier, den Ursprung, dass es nicht ganz so doof aussieht. Da kriege ich jetzt auf die Schnelle gar nicht hin. Aber das kennt ihr ja schon vom Planet Zoo und sowas. Da hat man das ja vom Prinzip her auch ähnlich gemacht. Kann man dann auch noch viel mit Büschen und sowas arbeiten. Es gibt ja auch hier diese platzierbaren Bäume zum Beispiel. Da könnte man das ja auch ganz gut dann noch verstecken. Kann man ja dann auch niedriger machen. Da muss jetzt ja wie gesagt nur grob sein. Und unten müsste man dann natürlich auch noch so ein Plätschern platzieren. Das ist jetzt ein bisschen groß hier, deswegen würde ich jetzt eher das hier nehmen. Und dann hätte man schon so einen Wasserfall im Hintergrund. Ist doch gar nicht so schlecht. Sieht jetzt nicht perfekt aus, aber ich denke mal, ihr versteht das Prinzip. Ich find's cool. Also für so Hintergrunddeko finde ich es nice für Gehege. Das Ganze könnte man zum Beispiel jetzt hier auch wieder mit diesen Klippen kombinieren. Dann hat man relativ schnell eine gute Hintergrundgestaltung vom Gehege. Aber ich glaube, man kann schon echt gut sehen, ne, in was für eine Richtung das geht. Also dann kann man echt schnell schöne Hintergrundlandschaften für Gehege gestalten. Ja, hier sieht es jetzt noch ein bisschen kantig aus. Da könnte man dann nochmal das Ganze ein bisschen... Ah, da geht das Wasser leider weg. Ah, ist egal. Ich denke mal, ihr könnt das sehen, das Ergebnis. Das ist schon ganz cool. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Mod, die wir uns schon mal angeschaut hatten. Nämlich die Jurassic Rides Mod. Das war die, die die Ballontour und sowas ins Spiel gebracht hat. Die hat aber ein neues Update bekommen mit neuen Deko-Objekten und auch einer neuen Tour. Die Deko-Objekte... Das sind diese hier, das Eldorado-Update. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen aztekisch angehaucht. Platziert hier einfach mal so ein bisschen die Objekte. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Gesicht aus Stein, was im Boden versunken ist. Das hier sind so Säulen. Azteken oder Maya? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall so ein bisschen Dschungel-Ruin-Tempel-mäßig. Hier ist auch nochmal so eine Fontäne. Dann... Ah, Jurassic Park Spielzeuge auf dem Regal. Sehr cool. Dann haben wir hier ein großes verlassenes Schiff. Kann man natürlich auch als Highlight für so ein Gehege nehmen. Und dann gibt es auch noch so Ruinengebäude. Da ziehe ich jetzt auch mal alle nebeneinander, dann können wir uns die besser angucken. Ist halt auch cool, ne? Wenn man so einen Dschungel bauen will. Mit so ein paar alten Ruinen. Sieht so ein bisschen aus wie die Weltwunder. Also das hier und das hier, oder? Gab es da nicht zwei solche, die so aussahen? Wir hatten doch auch mal so einen Weltwunderpark. Da waren die, glaube ich, auch so nachgebaut. Ja, und dann, ich glaube, der Baum gehört ja auch noch dazu. Das war's dann. Das sind schon einige Ruinen, die man hier platzieren kann. Finde ich auch nicht schlecht. Gerade auch mit so Säulen kann man halt immer sehr gut arbeiten, wenn man mal was selber bauen möchte. Und passend dazu gibt es auch noch diese neue Tour.
möchte ich auch mal da vorne connecten, damit ihr die sehen könnt. Ich spiele die dann mal hier einfach so rum. Und dann schließen wir die mal an die Straße an. Nämlich eine sehr besondere Tour. Auch mit einem schönen Ruinengebäude. Beziehungsweise Ruine ist es ja gar nicht. Es ist noch heile, aber auch in diesem Stil. Aber das ist ein Rafting. So eine Rafting-Tour. Das ist cool, oder? Aber man kann leider auch nicht teilnehmen an der Tour. Ach, wie schade. Aber das ist echt cool. Erinnert mich ein bisschen an den Heidepark. Müsste man halt am besten auch mit Wasser und sowas machen. Und da könnte man ja sogar mit diesen Düsen hier Stromschnellen oder sowas machen. Oder hier mit diesen Spritzern. Also die beiden Mods funktionieren schon sehr, sehr gut zusammen. Da fallen mir sehr gute Dinge ein. Ich finde es auch cool, wie sich das so dreht. Ja, und ich glaube, das war's mit dem Eldorado-Update von der Jurassic Rides Mod. Und das soll es jetzt auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich verlinke euch natürlich die beiden Mods unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr die mal selber ausprobieren. Und ich hoffe auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, das würde mich echt unterstützen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Okay. Erstmal das Rafting wegrammen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch noch so für das Spiel wünschen würdet. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.